Haben sie jetzt eingebrannt und jetzt würden wir sagen, wir wollen auch noch was zum Essen drauf machen. Weil wir sind beim Angeln und haben einfach Kohldampf wie immer und da passt das Ding ja mal richtig geil. Drum, heute machen wir noch zwei Wachen drauf. Wir schneiden die Mitte auseinander, machen wie Roadkill. Passt ganz gut auf der Feuerschale. Das sind meine zwei eigenen Wachteln. Ich habe ein paar, die schlachte ich immer im Herbst. Drum kommen sie jetzt einfach weg. Das passt jetzt ganz gut dazu. Wachteln sind jetzt nicht so riesig groß, also die zwei. Wir werden jetzt nicht gern satt, darum haben wir jetzt auch noch Gemüse dazu. Schlagt uns, aber wir haben es, um einfach zum Testen, wie das auch mit dem Gemüse gut funktioniert. Jetzt würden wir sagen, kommt die einfach in die Schale rein oder eine Tupperdose haben wir dabei. Wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren, weil wir sind beim Angeln und haben jetzt gesagt, wir schleppen jetzt nicht Tisch und was weiß ich mit, aber es geht ja genauso. Wir wollen jetzt auch ein bisschen würzen, dazu brauchen wir Öl, dann nehmen wir einfach unser Rapsöl, könnt ihr auch Olivenöl nehmen. Bestreichen die eben von alle Seiten, dass schön der Rub haften bleibt und das gleiche mit der anderen auch noch. Und da wir beim Angeln sind noch nicht hunderte von Gewürze mitschleppen, könnten wir, haben wir aber heute nicht, haben wir Brathähnchengewürz. Das ist ja ganz cool und mit dem wird das jetzt ganz gewürzt. Einfach schön was drauf. Die lassen wir jetzt noch ungefähr für eine halbe Stunde ziehen. In der Zeit hat die ja richtig Dampf jetzt auch in der Mitte. Und dann sehen wir uns schon beim Auflegen wieder. Da wir ein Roadkill Chicken machen wollen, müssen wir sie ja in der Mitte auseinander. Wir haben sie schon gerubbt. Da ist der Brustkorb für unsere Roadkill Chicken. Falls ihr das machen wollt, einfach an der Seite am Brustkorb entlang schneiden, wenn das Brett ist nicht wurscht. Dann kommt er auch schön durch. Am Knochen vorbei. Aufpassen auf die Fingerler und das war es eigentlich schon. Und jetzt könnt ihr das schön aufeinander, auseinander biegen. Und hört sich jetzt nicht so toll an. So war es dann, dass es schön flach aufliegt. Jetzt haben wir es nämlich eben so gemacht, dass wir sie auf die Feuerschale packen können, weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Das kommt jetzt einfach drauf wie ein Steak, so auf die Art, von beiden Seiten. Und wenn es fertig ist, dann sehen wir uns wieder. Hier haben wir noch Zwiebeln und Karotten, hat der Gordon noch eingelegt. Einfach mit Olivenöl. Balsamico und brauner Zucker. Circa für 4 Stunden, ganz praktisch und das kommt jetzt eben daher auf die Feuerschale drauf. Aber das macht jetzt der Gordon. Bei mir wird es jetzt langsam wieder heiß und auf dem Ast zum Sitzen ist jetzt nicht angenehm. Das darf jetzt einfach der Gordon machen. Der legt es jetzt auf die Feuerschale drauf. Okay, hi und herzlich willkommen. Jetzt kommt mein Part, wie schon von Manuel angekündigt. Jetzt werden wir unser Feuerschale noch ein bisschen mit Öl versehen und jetzt kommt unser süßes Roadkill Chicken. So, mal ganz kurz in die Mitte gezogen, das andere daneben, ein bisschen platt gedrückt. Und was der Manuel vergessen hatte, war unser Lauch. Der kommt auch noch mit drauf. Der kriegt jetzt richtig Farbe. Das Gemüse legen wir ein bisschen später auf, weil das dauert eigentlich nicht so lange. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
So, ja, ungefähr eine halbe Stunde haben wir jetzt rum. Unser Roadkill Chicken sieht schon fast fertig aus. Den ziehen wir jetzt schön mal an die Seite. Farbe genug hat er auf jeden Fall bekommen. Der Lauch sieht man hier auch ganz gut. Der bekommt schon die ersten schwarzen Stellen. Sollte auch nicht mehr so lange dauern. Ist auch schon ziemlich weich in der Mitte. Ja, vielleicht so 10 Minuten noch. Und derweil werden wir unser Gemüse noch ein bisschen anrösten. Garzin duftet schon. Das rösten wir jetzt noch ein bisschen an. Und sobald es Röstaromen bekommen hat, genug, ziehen wir es an die Seite, damit es nicht kalt wird. Und dann sehen wir uns gleich zum Verköstigen wieder. Okay, unsere Wachteln sind fertig. Das war jetzt alles. Wie lange haben wir jetzt drauf gehabt? Halbe Stunde? Ungefähr eine halbe Stunde. Circa an dem Dreh rum. 30, 40 Minuten. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir das ganze Stück. Eine kleine Wachtel, das ist so der Fuß. Ist natürlich nicht viel dran, aber ist egal. Ja. Drin im Kopf. Gut. Sehr cool. Schmeckt auch sehr geil. Leider nicht viel. Ist nicht viel dran? Ja. Also, man muss dazu sagen, dann gehe ich mal auf Zeit in der Regel. Zur Wachtel. Ich glaube, man kann zwei Stück für eine Person locker essen, oder? Ganz locker. Ganz also locker. Satt werden wir nicht, drum haben wir ja noch Beilagen. Unsere Zwiebeln und unsere Karotten. Jetzt rösten wir mal die Beilagen ab. Also die waren jetzt wirklich außenrum. Die ganze Zeit mit der Wachtel zusammen raufgelegt, wirklich ja, nur außen. Wachtel war so ziemlich mittig. Mhm. Ja, und dann nur zum Anrösten zum Schluss nochmal rauflegen. Jede Hälfte. Doch, na gut. Aber es ging ja jetzt nicht direkt um das Produkt selber oder ums Essen, um die Wachtel. Ich denke, das war jetzt nicht besonders mit ein bisschen Öl und Gewürz drauf. Es ging jetzt eigentlich eher um die Feuerschale so ein bisschen in den Test, weil wir wussten jetzt auch nicht, wie muss man das Ding so handhaben. Aber einfacher geht es fast nicht mehr. Und nicht, weil wir das Produkt gesponsert gekriegt haben, ist es toll, sondern wir sind wirklich überzeugt davon. Ne? Wir haben gesagt, okay, wir probieren es aus, wir haben sowas noch nie gehabt, von daher wird es für uns Sinn machen. Und ich finde es geil. Nein, ich finde es wirklich gut. Also wirklich ein tolles Teil. Ich weiß nicht, wie sich es danach nochmal zeigt mit dem Reinigen her. Das werden wir dann sehen. Wir stellen sie jetzt auf jeden Fall mal beiseite, damit sie abkühlen kann. Damit es dann nachher ja, heile wieder auch nach Hause kriegen. Und ich denke, die wird dann halt abgeschabt. Nochmal nur mit Wasser, ohne Spülmittel halt ausgewaschen. Und dann nochmal auf jeden Fall eingeölt, damit sie nicht rostet. Ja, und das sollte eigentlich schon alles gewesen sein. Und ihr könnt das Ding aber auch als Feuerschale nehmen. Also das Feuer nicht unten rein, sondern oben drauf. Ja. Wir brauchen es jetzt so eigentlich nicht. Ich kann da, hab daheim eine Feuerschale unten drin. Finde ich das ganz cool, eigentlich eher für so Feuerplatte zum Nehmen. Und ihr werdet mit Sicherheit immer mal wieder auch im Video jetzt sehen mit der Feuerschale. Ideen genug haben wir dafür. Und wir werden es auf jeden Fall richtig ausgiebig testen und dann werden wir euch auf jeden Fall nochmal ein Fazit geben, weil jetzt haben wir einmal drauf gegrillt, eingebrannt und jetzt gegrillt. Kann man noch nicht so viel dazu sagen, nur der erste Eindruck zählt schon mal, ein ganz cooles Teil. Schauen wir mal, wie es weiter ist. Wenn es uns nicht gefällt, werden wir das auch ehrlich sagen. Ja. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach wieder aus, weil wir labern schon wieder richtig viel und die Angeln warten schon auf uns. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben dafür. Kommentiert. Denn nur so können wir uns verbessern und wissen, was euch auf der Seele brennt. Und ein Abo. Genau, wäre auch noch richtig falls cool. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und das Video cool fandet und vielleicht die anderen Videos auch cool fandet, die wir bis jetzt abgedreht haben, dann lasst ein Abo da und ihr verpasst keine Folge. Genau. Wenn es nächste Woche wieder heißt MG Barbecue.